Der Urlaubscheck. Dass die Türkei inzwischen eines der Top-Reiseziele der Deutschen ist, das ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber die meisten fahren an die türkische Riviera, wo auch Antalya liegt. Bei uns heißt es jetzt allerdings Amasra statt Antalya. Und Amasra liegt an der touristisch wenig erschlossenen Schwarzmeerküste. Ist die noch ein echter Geheimtipp? Stefanie Pilipp und Daniel Binder mit unserem Urlaubscheck. Urlaub in der Türkei mal ganz anders. So wie ihn die Türken machen. Döner gibt's natürlich auch hier, aber keine All-Inclusive-Clubs und keine Pauschaltouristen. Dafür sollen die Städtchen malerisch sein, die Strände einsam und die Sonnenuntergänge atemberaubend. Das schauen wir uns genauer an. Der Urlaubscheck führt uns buchstäblich auf die andere Seite der Türkei, an die Schwarzmeerküste. Hier soll einer der schönsten Ferienorte des Landes liegen, Amasra. Gut 300 Kilometer müssen unsere Reporter von Ankara aus mit dem Mietwagen fahren. Aus der Steppenlandschaft rund um die Hauptstadt geht es bald über eine Gebirgskette, die eher an den Schwarzwald erinnert als an die Türkei. Ich wundere mich, dass wir nur die ganze Zeit den Berg hochfahren, weil das Meer muss man natürlich runter. Weit und breit kein Wasser. Aber dafür bekommen die Reporter bei der langsamen Fahrt über schlechte Straßen ganz neue Eindrücke von der Türkei. Irgendwo im Nirgendwo der Provinz. Nach 5 Stunden Fahrt sind sie endlich über den Berg. Zeit anzuhalten. Wow. Total schön, super Ausblick. Jetzt sind wir so lange auch noch gefahren und haben die ganze Zeit überhaupt gar nichts vom Meer gesehen. Und da ist es. Ich freue mich jetzt richtig drauf, da ein paar Tage Urlaub zu machen, die Sonne zu genießen. Unsere Reporter testen, wie gut kommt man in Amasra unter? Wie schön sind die Sandstrände? Welche Spezialitäten bietet die Küche? Und wie spannend ist das Nachtleben? Als erstes brauchen wir ein Zimmer, denn wir haben nicht gebucht. Luxushotels sucht man auf der Halbinsel von Amasra vergebens. Stattdessen werben überall sogenannte Pensionen, private Zimmervermietungen. Das ist uns noch etwas zu abenteuerlich. Nach einiger Suche entdecken wir direkt am Hafen ein 3-Sterne-Haus. Wir sind gespannt. Kann es mitten in der türkischen Provinz mit westlichen Standards mithalten? Speak English? Yes. Yes? Okay, we are looking for a double room. Do you have one available? Yes. Can we have a look? 101. Okay, can we have a look? O'clock. Okay, great. Thank you very much. Das Zimmer liegt auf der Hafenseite und hat Meerblick. Oh, wie geil ist das denn? Ist deine eigene Lounge hier mit super Blick über die ganze Stadt? Man kann sich abends hier hinsetzen, gemütlich entspannen, Bierchen trinken oder sonst was. Okay, lass uns mal das Zimmer angucken und auch das Bad. Das Zimmer ist mit rund 20 Quadratmetern kein türkischer Palast, aber mehr als ausreichend. Neben Satelliten-TV gibt es auch einen Kühlschrank, eine Minibar zum Selbstbefüllen. Oh, okay, also das Bett ist richtig hart. Also weit sinkt man hier nicht ein. Was unser Reporter eher positiv findet, das Bad mit Dusche überzeugt durch Sauberkeit. Und was soll das Zimmer kosten? Yes, this room, 100 Dinar. Ja. Ah ja, okay, also das Zimmer mit Seeblick kostet 150 türkische Lira, 75 Euro. Can we get it for 120? No, I'm sorry. And if you stay 4 nights? Okay, 120. Okay. Handeln lohnt sich also. Aber geht es noch besser und günstiger? Es kann sicher nicht schaden, mal bei der Touristeninfo nachzufragen. Der Weg dorthin führt durch die Souvenirstraße von Amasra. Es gibt hier zwar auch den üblichen Touristenkitsch, aber vor allem Holzwaren, für die die Gegend bekannt ist. Wir haben Glück. Das Tourismusbüro hat gerade aufgemacht. Hello. Do you speak English? Yes. Okay. We are from Germany. Do you have a map or something? Ah, okay. Der Mann im Büro ist kein Angestellter der Touristeninfo, sondern ein geschäftstüchtiger Zimmervermieter.
And do you have a pension? Yes. Nice pension. Yeah? It's clean. I show you. Okay. Thank you. Auf dem Weg zu seiner Pension gibt uns der Mann noch eine kostenlose Stadtführung. Vorbei an römischen Mauern und den Steintoren aus dem 12. Jahrhundert geht es in die Altstadt. Angekommen werden wir mit den türkischen Sitten vertraut gemacht. Jetzt erstmal die Hausschlappen hier. Insgesamt 3 Apartments vermietet die Familie in ihrem Haus. Wir werden in den 3. Stock geführt. Rund 75 Quadratmeter groß ist die Wohnung. Der erste Eindruck, hell und sauber. Neben dem Wohnzimmer gibt es auch eine komplett eingerichtete Küche. Das Highlight ist der kleine Balkon. Ah, wow, super schön. Also ich finde es echt traumhaft. Also es ist echt so Postkartenidylle und du kannst den anderen in den Vorgarten gucken von hier oben. Selbst ist man aber vor neugierigen Blicken geschützt. Im Bad gibt es neben der Dusche auch eine Waschmaschine. In den beiden Schlafzimmern hätten auch 4 Gäste Platz. Und für welchen Preis? How much is it per night? I ask my mother, big boss, one apart for 100. 50 Euro für ein Apartment mit super Ausblick, riesen Wohnzimmer und Schlafzimmer, sag ich. You are only friends. Bei dem Angebot können wir nicht widerstehen. Hier bleiben wir. Die Unterkunftsbilanz. Luxus sucht man in Amasra vergebens, aber dafür gibt's gute 3-Sterne-Häuser und Privatzimmer zu vernünftigen Preisen. 4 Punkte. Jetzt wollen wir die Strände testen. Der Stadtstrand von Amasra ist klein und nicht gerade ein Ort der Ruhe. Für eine Abkühlung reicht es. Aber wir haben von unserem Vermieter einen Tipp bekommen. 15 Kilometer entfernt soll ein traumhafter Strand liegen. Also wieder die Berge hoch. Unsere Urlaubschecker lassen sich von Kurven und Staubpisten nicht abschrecken. Veçko in Placi, der Strand. Die Straße wird noch enger und steiler. Für Einheimische ist der Böckskoy-Platsch einer der schönsten Strände der Gegend. Für uns abgelegen, aber idyllisch. Ist doch ganz schön, oder? Ja. Der erste Eindruck. Die Wellen hier erinnern mich voll an den Atlantik. Ja, das stimmt. Das passt zu dem ganzen System. Das ist wie Berge und ein Wald. Ein Nachteil der Einsamkeit, der Strand ist nicht bewacht und es gibt Felsen unter der Meeresoberfläche. Aber sonst nichts zu meckern. So, 1A Sandstrand. Also super zum Liegen. Zwar wird der Strand nicht gereinigt, aber außer ein paar Algen liegt kein Müll herum. Und das Schwarze Meer ist nicht schwarz, sondern klar und sauber. Im Hochsommer wird es bis zu 25 Grad warm. Nee, das ist echt schön hier. Alles total unverbaut, Natur pur. Ja, das stimmt. Aber deswegen gibt es halt auch keinen Strandkiosk oder sowas, wo man sich irgendwie was kaufen kann. Immerhin entgeht man so den oft hohen Preisen wie an anderen Stränden. Fazit. Wer schönen Sandstrand will, der muss mit dem Auto fahren und sich selbst versorgen. Der Stadtstrand ist nur für eine kurze Abkühlung geeignet. 3 Punkte. Test 3, das Essen. Wer an die türkische Küche denkt, dem fallen Döner, Köfte und Pide ein. Aber Amasra bietet mehr. Aus dem Meer, in den Restaurants am Hafen bekommt man frischen Fisch. Sieht aus wie ein Almhaus, oder? Voll gemütlich. Ich glaube, es ist ein Fischrestaurant, würde ich mal sagen. Ja. Das Kanli Balik, übersetzt lebender Fisch, ist das älteste Restaurant der Stadt. Kellner Burhan empfiehlt uns eine Spezialität, mit der wir nicht gerechnet haben. Our special salad. Okay. What's the special of the salad? Inside is have the two season different. 25 or 30 green mixed salad and special sauce. Außer dem Salat nehmen wir noch 3 Vorspeisen, sogenannte Mezze. Und dann Rotbarbe, Schellfisch und Filet vom Skorpionfisch, einem Giftfisch aus dem Schwarzen Meer.
Bei den Getränken überrascht uns die islamische Türkei mit heimischen Rotweinen. Also ich finde ihn ganz lecker. Also ich glaube, der haut zwar auch ordentlich rein, ist gut. Ich hätte jetzt auch gar nicht irgendwie Türkei und Wein, wäre mir jetzt nicht so in den Sinn gekommen. Dann kommt der Amasra-Salat, ein echter Augenschmaus. Die Schnitzereien aus Rettich und Karotte kennt man sonst eher aus dem China-Restaurant. Da sehen die anderen Vorspeisen fast schon langweilig aus. Und was steckt in dem Kunstwerk alles drin? Dill, Tomate, Brokkoli, Gurke, irgendwas Krautmäßiges, rote Beete, Rettich, Petersilie. Mit jeder neuen Gabel hat man einen anderen Geschmack auf der Zunge, da immer wieder etwas Neues im Mund landet. In der Zwischenzeit werden in der Küche Rotbarbe und Schellfisch frittiert. Das Filet des Skorpionfisches kommt auf den Holzkohlegrill. Das zarte Fleisch würde sonst zerfallen. Die frittierten Schellfische und Rotbarben aus dem Schwarzen Meer serviert Burhan nur mit Zitrone. Bleibt nur noch eine Frage. Isst man den mit dem Kopf oder ohne? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wo man da jetzt ansetzen soll. Aber mit Kopf kann ich mir das schwer vorstellen, oder? Beim Skorpionfisch gibt es kein Problem. Der kommt kopflos. Unser Reporter fasst sich ein Herz und fragt nach. One question. How do you eat the fish? With the head or without? With head. With head. With fingers. With fingers. Okay, also. Also ich habe noch nie einen Fisch mit Kopf gegessen, aber der schmeckt einwandfrei. Ich bin ganz froh, dass ich den Kopf nicht sehe. Und wenn ich den Kopf sehen würde, weiß ich nicht, ob ich das so witzig fände, den so zu essen. Ob mit oder ohne Kopf, alle Fische schmecken hervorragend. Türkische Küche einmal ganz anders und in jeder Beziehung meilenweit entfernt von den Fastfood-Buden in Deutschland. Ob wir das teuer bezahlen müssen? Pappsatt bekommen wir die Rechnung für das üppige Mahl. So, die Rechnung gibt es in der kleinen Schatztruhe. Mal gucken, wie es ausfällt. 70 türkische Lira, also gerade mal 35 Euro für das Festmahl, das Ansamenspitze. In Deutschland hätte man für alles zusammen sicher das Doppelte bezahlen müssen. Fazit beim Essen: frischer Fisch, ein Salat, der eine wahre Geschmacksexplosion ist, und prima Wein zu einem Spitzenpreis. 5 Punkte. Und jetzt ab ins Nachtleben. Am Abend führt der Weg in Amasra zum kleinen Hafen. Hier versammeln sich Touristen und Einheimische zum Staunen über den Sonnenuntergang. Und den darf man wirklich nicht verpassen. Wie aus einem Bilderbuch, einfach ein Traum, oder? Also wenn dabei keine Urlaubsstimmung aufkommt, dann sorry, dann weiß ich auch nicht. Tschüss Sonne, hallo Nightlife. Das haben wir uns so gedacht. Aber die Gassen sind menschenleer. Kein Club weit und breit, aus dem Musik klingt. Schläft Amasra schon? Ja, da sind schon die Bürgersteige hochgeklappt, würde ich sagen. Vielleicht gehen die Leute auch früh ins Bett, was? Könntest du ja wieder eher an den Strand? Das ist eher so ein Relax-Urlaub. Ja, glaube ich auch. Eine Disco gibt es hier in der Provinz nicht. Am Abend treffen sich die Einheimischen auf einen Tee in einer der wenigen Kneipen. Wir machen es wie sie und trinken türkischen Chai, also Tee. Bier gibt es hier auch fast überall. Es kostet 1,50 Euro. Immerhin eine ganz süße Bar, wenn jetzt auch nicht die Mega-Party oder so. Aber kann man halt gemütlich was trinken, bis morgen wieder fit von Stand. Ja, ich glaube auch, und ich finde, das passt zu Amasra. Das gemütliche, relaxte, und ich glaube, da wird auch keine so riesen Party-Hochburg herpassen. Ruhe statt Remi-Demi ist die Devise in Amasra. Der Abend endet, wie er begonnen hat, relaxed und unter Einheimischen. Die Abrechnung fürs Nachtleben. Der tolle Sonnenuntergang lässt den Tag traumhaft ausklingen. Wer heiße Disco-Nächte sucht, ist in Amasra falsch. Kein Club, nur wenige Kneipen. 2 Punkte. Thank you.
Amasra, die Endabrechnung. Schöne 3-Sterne-Hotels mit westlichem Standard und Privatzimmer zu guten Preisen. 4 Punkte. Der Stadtstrand ist klein, die schönen Strände sind nur mit dem Auto zu erreichen. 3 Punkte. Das Essen, frischer Fisch, toller Salat und guter Wein zu Spitzenpreisen. 5 Punkte. Sonnenuntergang und ein Besuch in der Kneipe statt Party im Club. 2 Punkte. Macht zusammen 14 Punkte für Amasra.